Ja, hallo lieber YouTube-User. Schön, dass du den Weg zu diesem Video bzw. auf meinem Kanal gefunden hast. Dieses Video dreht sich mal um die bisschen ältere Technik, die doch wieder sehr stark im Kommen ist. Genau, es geht um die Schallplatten. Die haben ja gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Nachteil, die Reinigung. Wie halte ich die sauber und wie kann ich die überhaupt reinigen, so dass da wirklich mal wieder ein bisschen was sauber ist, weil Fingerabdrücke und die sind ja teilweise auch alt und mit denen kann man ja alles machen. Da wurde vielleicht mal auf Party ein Bier drüber gekippt oder sowas. Macht den ja nicht großartig. Trocknen lassen, dann kann man es wieder abspielen. So hat man das früher zumindest gemacht und so entsprechend sehen die Platten heutzutage auch manchmal aus, wenn man sie nicht gereinigt hat oder beziehungsweise reinigen lassen hat. Ich mache das ganz gerne per Hand, so eine Plattenwaschmaschine gibt es ja, aber ich halte da nicht so ganz wie von, ich traue denen nicht so ganz. Darum mache ich das hier selber und dann möchte ich euch mal zeigen, wie ich sowas mache und wie man es machen kann. Habt viel Spaß dabei, euer Speakershocker. Im Grundprinzip ist es egal, was ich jetzt für eine Schallplatte habe. Ob ich jetzt hier im Diebfall eine durchsichtige habe, eine normale schwarze oder auch eine LP, Longplayer-Platte. Ist ziemlich egal. Die Rillen, die sind alle gleich. Die sehen in etwa, ja wirklich, unter dem Mikroskop betrachtet, sehen die Rillen einer Schallplatte so aus. Die Nadel fährt dann hier durch, um den Ton dann abzutasten. Und das, was hier so als Dreck und alles, was da so rumliegt, das ist Staub und das sind die Fingerabdrücke. Tatsächlich, man glaubt es kaum, aber so ist es. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen entfernen und dazu müssen wir mal eine Etage tiefer gehen in die Küche. Ja, und hier habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Hier habe ich jetzt mal so eine Longplayer. Ja, und wie die aussieht, ja, das sieht man sehr deutlich. Hier sind einige Fingerabdrücke drauf. Staub ist jetzt erstmal nicht zu sehen, weil der ist ja schon hier ein bisschen reingearbeitet. Und wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier wieder fit kriegen. Im Grunde ist es gar nicht schwer, so eine Schallplatte mal wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Ich habe jetzt hier einfach hier ein bisschen Wasser reingelassen, leicht warm, mit ein bisschen Spülmittel, damit ich auch die Fingerabdrücke hier auch wieder entfernen kann, weil das ist ja Fingerabdrücke, das ist ja nichts anderes als Fingerfett. Ich nehme hier einen sehr leichten Mikrofaser, sehr weichen Mikrofaserlappen. Und dann bringe ich das Tuch hier einmal richtig schön durch hier und jetzt fange ich hier an, einfach über die Platte hier etwas drüber zu wischen. Ruhig mal hier an einer Stelle ein bisschen öfter, da wo halt ein bisschen mehr ist. Normalerweise würde ich jetzt hier eine Unterlage nehmen, damit ich die Platte drauflegen kann. Ich weiß aber gerade nicht, wo sie ist. Darum muss ich das jetzt so machen. Hier einfach, dass die Platte jetzt nass ist oder so, das stört die Platte nicht. Das ist der ziemlich egal. Aber man kann jetzt schon sehen, dass sich hier deutlich was verbessert. Die Platte wird jetzt wieder schwarz und vorher war sie ja schon fast grau. Gut, die Platte ist auch von 1980. Also schon gute 23 Jahre alt. Ne, 33 Jahre alt. So, wenn wir das hier ganz schön mal ein bisschen hier abgewischt haben, dann nehme ich hier ein anderes Mikrofasertuch, was aber allerdings sehr fusselfrei ist. Es ist so ähnlich wie dieses, wie Leder. Wie Leder ist ja wie, fast wie Leder, darum der Name wie Leder. Wo es kein Leder ist, aber dieses hier ist sowas ähnliches, nur halt Mikrofaser bekommt man in jedem Haushaltswarengeschäft. Ob es jetzt hier, wer verkauft sowas, Galeria Kaufhof oder sowas ist, auf jeden Fall kriegt man dann sowas. Und dann fange ich jetzt einfach an, die Platte hier trocken zu reiben. Gerade
Kratzer lassen sich so natürlich nicht entfernen, aber ich denke, das versteht sich wohl schon von selbst. So, und jetzt kann man auch schon sehen, die Kamera wieder in die Hand nehmen, zack, dass die Platte diesmal jetzt ohne Fingerabdrücke sich zeigt und ohne größere Staubablagerungen in der Rille. Dieses müsste man jetzt auch noch wiederholen auf der anderen Seite und so weiter und so weiter. Und wenn man da schon mal so 60, 70 Platten hat, dann ist das schon mal eine Aufgabe, mit der man ein paar Stunden beschäftigt ist. So viel war es jetzt zu dem aktiven Reinigen, nenne ich das jetzt mal. Man kann aber auch im Vorfeld schon einiges tun, dass die Platte nicht so aussieht, wie sie gerade aussah. Klar, Fingerabdrücke lassen sich nicht immer vermeiden. Aber wenn, dann kann man sie mal eben schnell entfernen. So ein Hexenwerk ist das ja jetzt auch nicht. Und wenn ich jetzt die Platte abhöre, das Problem beim Abhören ist, die Platte wird statisch aufgeladen. Das heißt, sie zieht Staub magisch an, das was der Swiffer nicht tut. Und ja, ich habe jetzt schon wieder Staubflusen hier drauf. Vorm Abspielen oder beziehungsweise auch nach dem Abspielen gehe ich dann immer ganz gerne mit so einer Plattenbürste hier drüber und packe die dann wieder zurück in das Cover. Und dann habe ich nicht erst extra noch Staub hier drauf und packe sie mit dem Staub in das Cover rein, beziehungsweise in die Hülle rein. So, in diesem Vorfeld kann ich schon mal einiges dafür tun, dass die Platten länger halten und nicht direkt so verdrecken und verstauben. Staub ist überall, davon regnen Tonnen auf der Erde aus dem All nieder und Zerfall. Staub ist einfach überall, kann man sich nicht gegen wehren. Aber trotzdem, man kann was gegen ihn tun. Man kann ihn nicht wegzaubern oder man kann ihn in Zaum halten. Zumindest auch bei den Platten. So, jetzt machen wir hier mal. Oh, ein bisschen zu fast unterwegs. Am besten nehme ich direkt hier alles weg. Das ist wieder sonst hier wieder urheberrechtlich geschütztes Material hier. Steht auch hier ganz groß drauf. Ja, darum. Aber es läuft wunderbar und jetzt auch ohne Fingerabdrücke. So kann man die Platten reinigen und auch solche Platten kann man dann ohne weiteres, ohne Probleme dann so reinigen. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen weitergeholfen in der Sache Plattenpflege, Plattenreinigung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß noch. Euer Speakerschocker. Noch als kleiner Tipp, wenn die Schallplatte eine Welle drin hat, hier ist es eine ziemlich kleine Welle. Es gibt auch Schallplatten zum Beispiel, wenn sie jetzt in der Sonne mal gelegen haben oder so, kann es vorkommen, dass sie sich verformen. In diesem Fall kriege ich diese ganz einfach wieder glatt, indem ich sie zum Beispiel in der Küche in ein Spülbecken, muss natürlich ein glatter, richtig glatter Boden sein, lege, dann was Glattes, was Schweres oben drauf stelle und dann einfach warmes Wasser dazu gebe oder auch ein bisschen heißes. Dann wird das Material hier von der Platte, das ist ja nichts anderes wie PVC, also Vinyl, das wird dann weicher und formt sich dann wieder gerade. Einmal durch den unten liegenden Boden und durch das oben liegende Gewicht. Dann habe ich dann die Welle dann wieder weg. Das nur nochmal als kleiner Tipp hinterher.